Ah, nicht schlecht, ne? Sind Sie hier ran oder rausgekommen? So, wir fangen an mit. Ich auf der AWB stehen. Und Free Ring. Ja, ich glaube, wir müssen sie nochmal nachschauen. Die Witze, wie wir sitzen. Ich komme mir gerade vor, wie so Jugend debattiert oder so. Diese Podium, sie sind nicht wirklich aufgeregt, oder doch? Nein, es war ein Spaß. Doch, er ist aufgeregt. Ich hab da Kamera. Ich mach mal. Moni, ja. Und Anjosch auch einen Tick nach vorne. Du hast so viel drauf im Vergleich zu den anderen jetzt, oder? Ja, das finde ich nicht schlecht. Aber Jörn sieht noch zu schlecht. Ja, gut. Gut, so, jetzt. Oder stellen wir uns hier vor. Ja, okay, dann geht Hendrik, ja, ne? Ja. Okay, seid ihr bereit? Ruhe. Also meine Meinung gegenüber dem Jazz ist eher umstritten, weil ich nicht sehr viel Jazz höre. Ich glaube, ich habe auch noch nie und sonst höre ich keinen Jazz. Was für Musik hörst du denn? Ich gehe eher so in die Richtung, oder ich tendiere eher so in die Richtung R&B und Hausmusik. Okay, danke schön. Bitteschön. Kurz und bündig. Tun. Kannst du ruhig so anfangen, ne? Janina. Also hörst du in deiner Freizeit Jazzmusik? Und dann frage ich, warum? Was interessiert dich denn nicht daran? Oder was stößt dich daran? Ich habe euch übrigens gestern automatisch. Bereit? Geht los. Hörst du in deiner Freizeit Jazzmusik? Also ich höre in meiner Freizeit persönlich keine Jazzmusik. Ich weiß aber, dass Jazzmusik oft bei der älteren Generation sehr beliebt ist. Zum Beispiel in meiner Eltern. Wie war's? Wie war das Interview? Also sehr lustig auf jeden Fall. Ein bisschen unvorbereitet auf die Frage natürlich. Aber eigentlich ganz okay. Eigentlich aufregend? Ja, geht so. Also mir ist gerade ein bisschen warm. Aber es wird schon gehen gleich. Ich hoffe, der Rest wird auch so lustig. Danke. Okay. Geh los. Hören Sie in Ihrer Freizeit Jazzmusik? Hörst du? Sie erschrecken mich so heftig, ich spreche gleich zusammen. Svenja, das macht nichts. Ey, ist das nicht nervig, wenn ihr mit seid? Manchmal. Also es kommt immer darauf an, wie man die Stimmung ist. Verbindest du etwas Besonderes mit Jazzmusik? Es ist eigentlich eine ganz coole Musikrichtung, finde ich, weil sie ziemlich frei ist, ziemlich locker. Man kann viel selber interpretieren. Manchmal Spaß zu haben. Ist es dir bekannt, dass es monatliche Veranstaltungen gibt, an denen du Jazzmusik hören kannst? Nicht direkt, aber ich wusste nichts, was in Bremen läuft. Aber wenn du jetzt davon hören würdest, würdest du dorthin gehen? Ich würde es mir eventuell mal angucken. Alles klar. Danke. Machen. Ja, ist mal eine ganz nette Erfahrung, als mal was anderes. Nicht spannend? Doch, man lernt viel. Ja. Und werden Sie die ganze Zeit drehen jetzt? Ja, ich mache das ja noch mit zwei anderen zusammen und dann wechseln wir das natürlich auch ab. Also jeder ist dann mal dabei. Danke. Wie machen sich die Leute hier? Klasse. Ja? Das ist ja immer gar nicht so einfach, wirklich aus dem Stand sofort irgendwie die Kamera zu bedienen. Man muss so viele Sachen dabei beachten. Gestern haben sie einen halben Tag lang ein bisschen Theorie gehabt und dann am nächsten Tag sofort in die Praxis. Ich weiß noch genau, wie das bei mir war. Es ist unglaublich schwierig und dafür machen sie es richtig gut. Danke. Ich dachte, ich habe noch ein bisschen mehr zu sehen oder die anderen verhaspeln sich vielleicht noch ein bisschen mehr, aber das hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Außer den ersten Aussetzer musste ich ein bisschen grinsen, aber ja, sonst klappt es ganz gut. Welche Rolle haben Sie? Ich bin die Sprecherin, ich werde ganz schön Zeit später erst den Ton machen. Danke. Wunderbar verschneit. Einmal rauszoomen.
Ja, aber nicht viel. Okay. Ich würd nicht viel machen, weil wir machen eine dritte Version gleich. Ja, und dann machst du es dann so. Und das ist jetzt die Klote, die ist cool. Okay. Dann fange ich einfach schon mal an. Würde ich sagen. Okay. Einmal die Posaune an den Mund.